Es war auf diesem Feld, wo die Hirten die Nachricht über das größte Geschenk empfingen, das die Menschheit je empfangen hatte. Die meisten von euch kennen die Geschichte der Geburt unseres Messias vor mehr als 2000 Jahren, wie unser Retter, der König der Könige, Fleisch wurde, geboren von Maria und in eine Krippe gelegt wurde. Ich bin sicher, diese Festtage sind anders, als was wir jemals erlebt haben. Das Jahr war voll von unerwarteten Herausforderungen und Enttäuschungen, Unsicherheit und Verluste. Während die Welt sich der Geburt des Messias erinnert und sie feiert, kann ich nicht anders, als daran zu denken, was Maria und Josef in dieser Zeit durchlebt haben. Stellt euch ihren Stress vor, als die Geburt Jeschuas näher kam. In ihrer Heimat waren sie gesellschaftlich bereits ausgegrenzt, dann bekamen sie die Nachrichten, dass sie durch das römische Recht gezwungen waren, 150 Kilometer zu Fuß über Berge und schwieriges Gelände vom Norden Israels nach Bethlehem zu gehen. Das war keine einfache Reise. Sie waren der Gefahr von Räubern, Fluten und wechselhaftem Wetter ausgesetzt. Ich weiß, wie nervös ich war, als die Zeit kam, als unser erster Sohn geboren wurde. Vor der Geburt arbeiten alle ununterbrochen, den Weg des Babys vorzubereiten, damit es einen einfachen und komfortablen Anfang hat. Stellt euch vor, schwanger mit dem verheißenen Messias und dann in solch verheerende Umstände hineingeworfen als schwangere Frau. Aber wenn wir die Geschichte aus unserer Sicht betrachten, dann haben diese üblen Ereignisse für Maria und Josef sich ausgewirkt, um Prophetie zu erfüllen und Gott Ehre zu geben. Ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht verstehen konnte, wieso die Dinge so geschahen, wie sie waren. Nach vielen Jahren konnte ich zurücksehen und Gottes Plan in meinen Schwierigkeiten erkennen. Fragen wir uns darum, wenn der Kaiser das Dekret nicht erlassen hätte, wären dann Maria und Josef jemals nach Bethlehem gegangen? Also dienten diese Schwierigkeiten klar dazu, um Prophetie zu erfüllen. Aber warum musste der Messias in Bethlehem geboren werden? Lasst uns darum lesen in Micha 5,2. Da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von Ewigkeit her gewesen ist. Und in Micha 4,8 lesen wir, und du Herdenturm, Hügel der Tochter Zion, bis zu dir wird reichen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Der künftige König, der Messias, wird also nicht nur von Bethlehem sein, sondern spezifisch von Bethlehem Ephrata, das Landwirtschaftsgebiet, und Migdal Eder, der Herdenturm. Eusebius, der Bischof von Caesarea im 4. Jahrhundert, schrieb in seinem Buch, und ich zitiere, Migdal Eder befand sich eine römische Meile östlich von Bethlehem. Und es ist genau hier, östlich übers Tal von Bethlehem, wo wir den Turm der Herden finden, der von Propheten Micha erwähnt wurde. Aber um was ging es bei diesem Herdenturm? Und warum musste der Messias in der Landwirtschaftszone von Bethlehem geboren werden? Das ist das Feld Davids, aber viel wichtiger als der Tummelplatz von David ist, was David hier aufgesetzt hat als König von Israel. Als David sein Herz danach ausrichtete, das Zelt der Zusammenkunft nach Jerusalem zu bringen, danach Vorbereitungen für den Tempel zu treffen, hat er dieses Feld eingerichtet, um die Opfertiere für die Priester zu züchten. Er widmete das Land seiner Vorfahren für diese spezielle Herde. Das ist das bestbehütete Feld in ganz Israel. Ihr findet mehr solche Herdentürme hier als irgendwo sonst in der Welt. Aber warum so viele Türme? Weil die Hirten keine gewöhnlichen Schafe züchteten. Wenn ein Knochen gebrochen oder sonst ein Mangel gefunden wurde, war das Lamm für das Opfer verunreinigt. Sie mussten diese Schafe perfekt behüten. Die Hirten, die die Botschaft vom Himmel empfingen, waren genau jene, die verantwortlich waren für das Passahlamm. Wie wunderbar, dass es genau diese Hirten waren, die sich um Jesus kümmerten in dieser heiligen Nacht. Unser Passahlamm, Jeschua der Messias, wurde in eine Krippe gelegt und in Windeln gewickelt.
nicht an irgendeinem Ort, nicht nur um das demütige Kommen des Messias auf die Erde zu zeigen, sondern als Vorausschatten des Werkes, zu dem er gesandt war. Die Worte, die im Lukas-Evangelium zu den Hirten gesprochen wurden, brachen hervor mit einer tiefen Bedeutung. Gemäß rabbinischer Tradition kam der Priester an jedem hohen Feiertag von Jerusalem nach Migdal Eder, dem priesterlichen Turm der Herde, um das Lamm vor dem hohen Tag zu prüfen. Sie legten das Lamm in eine Krippe und nach der Prüfung wickelten sie es in Windeln und brachten es nach Jerusalem zum Opfer. Sie wickelten das Lamm so ein, um damit sicherzustellen, dass auf dem Weg zum Tempel nichts passieren würde. Wenn das Lamm der Hand des Priesters entkommen wäre, wäre das Passafest ruiniert gewesen. Deshalb hat man nichts dem Zufall überlassen. So wurde Jeschua, wie von Micha vorausgesagt, in der Landwirtschaftszone geboren. Denn er sollte das Lamm Gottes sein, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Er wurde in dieselben Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt, und es kümmerten sich dieselben Hirten um ihn, die für das Passahlamm und die Versöhnungsopfer zuständig waren. Wir können dieses wunderbare prophetische Bild in unserer Zeit erfüllt sehen. Aber damals hat man Maria und Josef einfach nur versucht, das Beste aus der überaus schwierigen Situation zu machen. Sie haben wahrscheinlich mit Zweifel und Angst gekämpft, aber Gott hat durch ihre Versuchung eine Geschichte von Erlösung und Errettung geschrieben. Vom Lamm, das geschlachtet ward, von der Erschaffung der Welt. Mein Gebet für dich ist, dass du die Treue Gottes in dieser Zeit erkennst. Vielleicht schreibt Gott in dieser schwierigen Zeit durch deine Versuchung eine wunderbare Geschichte der Erlösung. Ich bete, dass du ermutigt wirst durch diese schöne Geschichte von Gottes wunderbarer Liebe.